Ich grüße euch, ihr kleinen Weihnachtskekse. Mal Hand aufs Herz, alle, die eine Wii U haben, wie häufig geht ihr in den eShop und stöbert da wirklich mal rum? Also richtig stöbern, im Sinne von, ihr geht in eine Kategorie rein und wisst nicht, was ihr erwarten sollt. Einfach nur mal durchschauen. Ich glaube, nicht viele von euch machen das, denn wenn, dann würdet ihr vielleicht eines der folgenden Spiele gesehen haben. Es sei denn, es gibt es nur in Amerika. Das kommt vor, einige Spiele gibt es nur in Amerika, aber ein paar davon sollt ihr gesehen haben. Von daher, ohne Spannung aufzubauen, schauen wir sie uns doch einfach direkt an. Und danke an Nintendan, denn der hat seine Gameplay-Videos zur Verfügung gestellt auf seinen Kanal. Von daher, ohne ihn wäre dieses Video gar nicht möglich. Los geht's! The Skunk Bundle! Dieses Spiel ist nicht nur ein schlechtes Spiel, sondern eine Ansammlung von schlechten Spielen. Wie wäre es mit einem richtig schönen, ruckenden, ich glaube, Horrorspiel, wo ihr Sachen finden müsst und ständig spielt irgendein irritierender Rocksong? Und die NPCs sprechen auch in Songs, glaube ich. Ich habe keinen Plan. Ganz ehrlich, das kann man sich nicht lange antun. Gott sei Dank bekommt man sehr viel für sein Geld. Da ist auch das nächste Spiel einfach nur Snake. Ja, es ist wirklich Snake. Die Features sind 3 verschiedene Farben, 2 verschiedene Soundeffekte und das war's. Es ist halt Snake. Wie wär's also mit Catchy? Ihr seid in der Pyramide und müsst Symbole einsammeln, damit ein Fahrstuhl kommt und ihr den betretet und dann das Level beendet. Damit das aber nicht so einfach ist, achtete man sehr stark darauf, dass die Steuerung so furchtbar ist wie möglich. So bietet das Spiel nicht nur Tank-Controls, sondern lässt die Figur auch komplett stoppen, wenn sie anfängt zu springen. Toll! Und aus irgendwelchen Gründen haben die oder der Entwickler das Texture-Filtering für die Pyramidentextur ausgeschaltet, wodurch es purer Pixelbrei ist. Auch toll! Ihr dachtet, das war alles, dann kommt jetzt Bomb Blaster. Ihr platziert Bomben und müsst so die Monster aus dem Bildschirm bekommen. Also wie Angry Birds, nur anders und schlecht. Aber hier endet es nicht, denn wir haben noch Zombie Epic. Es hat sogar eine Story. Lasst sie uns ignorieren. Das ist das Spiel. Nein, ernsthaft. Das ist das Spiel. Es hat eine South Park-Anspielung und dann einen langen Furz. He killed Kenny. That bastard. Einfach nur preisverdächtig. Und das war nur ein Spiel und womöglich war es sogar das beste Spiel von denen, die jetzt noch folgen. Laser Blaster. Kennt ihr Missile Command für den Atari? Damals ein wirklich frisches, neues Spielkonzept. Ihr müsst mit Raketen entgegenkommende Raketen abwehren, bevor sie eure Häuser treffen. War damals ein lustiges Spiel. Wie wäre es also, wenn man das 1:1 nachmacht und bis auf die Optik und ein Upgrade-System nichts hinzufügt? Denn dann habt ihr Laser Blaster. Ein Studentenprojekt, wo sich selbst Studenten für schämen würden. Und ihr könnt es im Wii U eShop kaufen. Ich habe nichts weiteres zu erzählen zum Titel. Mir gibt es einfach nicht. Von diesen billigen Spielen, die auf dem Atari laufen könnten, bis auf die Optik, gibt es beeindruckend viele im eShop. Von daher konzentrieren wir uns doch mal wirklich auf die schlechten Spiele und nicht mehr auf diese Rip-Offs. Epic Dumpster Bear. Eine böse Firma zerstört den Wald und nun muss dieser Bär Müll essen. Doch er hat keinen Bock mehr und wird sich übelst rächen. Zu aller Fairness muss man sagen, es sieht immerhin lustig aus. Vom Gameplay her Katastrophe, aber so an sich kann es die ersten 10 Sekunden wirklich unterhalten. Beim Zusehen. Danach sieht man halt nur den lieblos hingeklatschten Hintergrund und einfach den Rest. Also bleibt es immerhin beim einzigen Lob, dass immerhin die Steuerung irgendwo funktioniert. Wenn es also das Ziel war, ein Spiel zu entwickeln, das beim ersten Hinsehen witzig aussieht und man es deswegen spontan kaufen soll, dann hat dieses Spiel eine Punktlandung hingelegt. Soweit ich weiß, sind alle Spiele, die wir hier heute sehen, mit Unity gemacht. Ich möchte damit nichts Bestimmtes sagen. Reptilian Rebellion. Okay, ernsthaft. So ein Spiel entwickelt man in Unity innerhalb eines Tages. Nein, wirklich. Schaut es euch an. Was ist das? Welcher 13-Jähriger hat dieses Spiel gemacht und gibt nun an, weil man es für eine tote Konsole kaufen kann? Und wie bei Laser Blaster ist es einfach nur das. Mehr passiert nicht. Das ist das komplette Spiel, von Anfang bis zum Ende, nur das. Es macht mich traurig, dass sicherlich irgendwer sich dieses Spiel gekauft haben wird und es dann spielte.
und dann merkte, was für einen gravierenden Fehler er damit in seinem Leben begangen hat. Wenn solche Spiele es in den E-Shop schaffen, dann schafft es sicherlich jedes Spiel. Und ja, jedes Spiel schafft es in den E-Shop. Zum Beispiel auch Jackpot 777. Einfach nur eine Slotmaschine. Es dauert 22 Sekunden, bis das Spiel startet. Für eine 2D-Slotmaschine. Das ist wirklich beeindruckend. Egal, schauen wir uns was anderes an. Aqua TV. Aus den dunklen 90ern kommen die Aquarium-Bildschirmschoner. Und jetzt gibt es die auch für Wii U. Als vollwertige Software ohne Nutzen. Mit Microtransactions. Jawohl! Darauf hat die Welt gewartet. Ihr wusstet es nicht, aber ihr wolltet schon immer ein virtuelles Aquarium haben. Mit 10 Bildern pro Sekunde, damit ihr ja kein Detail überseht. Bitte was? Das ist zu actionreich für euch. Wie wär's dann mit einer Meeresszene und nur 5 Bildern pro Sekunde? Aqua TV ist für alle, die das bestmögliche cineastische Erlebnis eines Aquariums suchen. Also für niemanden. Aber wenn man keine Tiere ansehen möchte, sondern umbringen möchte, braucht man auf jeden Fall ein anderes Spiel. Hurry Up Bird Hunter. Stellt euch vor, man nehme Duck Hunt, nimmt den Charakter des Spiels raus und lässt alles per Analogsticks steuern. Und immer, wenn ihr schießt, bricht die Framerate ein. Wie klingt das? Nun, womöglich genauso wie dieses Spiel ist. Scheiße. Wenn es ein NES-Spiel schafft, ein modernes Spiel in den Schatten zu stellen, dann hat man es wirklich geschafft. Und ja, es ist auch nur das. Da kommt nicht mehr viel. Was habe ich auch erwartet? Ja, diese ganzen Spiele sind wirklich scheiße, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich dieses Video nicht gemacht habe, um nur ein paar hundert schlechte Spiele zu zeigen. Es wird bestimmt irgendwo doch diesen einen Knacks geben, den man erwartet. Von daher präsentiere ich euch jetzt das Sahnehäubchen. Dies ist der Wii U-Ladebildschirm von Archery. Ich verarsche euch nicht. Das seht ihr 10 Sekunden, bevor das Spiel startet. Seht ihr die rote Schrift auf dem blauen Hintergrund? Das ist das Logo. Das ist der Startbildschirm. Das ist der verdammte Startbildschirm. Brechen wir das kurz runter. Wir haben den blauen Standard-Unity-Hintergrund, den man immer hat, wenn man absolut nichts verändert. Wir haben den Titel des Spiels als 2D-Interface-Schrift, die also drübergelegt wurde. In Kursiv, weil wichtig. Wir haben den Startblock, der einen 3D-Text verwendet, wo man vergessen hat, die Größe der Buchstaben einzustellen, weswegen es so pixeliert ist. Und das Firmenlogo, und da lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, das als Logo zu bezeichnen, ist einfach im Block mit einer Textur. Qualität, meine Damen und Herren! Wir haben einen Gewinner! Und das ist das Menü. Ihr wollt es sehen, oder? Ihr wollt endlich das Gameplay sehen. Okay. Ernsthaft. Was habt ihr erwartet? Grafik? Sound? Ein Arm, der nicht mitten in der Luft aufhört zu existieren? Und so ist das ganze Spiel. Stumm. Nur ihr, ein krüppeliges Arm- und Bogenmodell in einem kleinen Bereich. Das da oben rechts ist euer Interface. Gefällt's euch? Dafür wurden sicherlich 3 Minuten investiert. Archery ist einfach das beste Beispiel dafür, dass das Nintendo-Qualitätssiegel für die Wii U still und heimlich abgeschafft wurde. So etwas darf es nicht geben. Für dieses Spiel wurden ursprünglich übrigens $20 verlangt. Jetzt nur noch $15. Was bedeutet, dass man es in den USA weiterhin kaufen kann. Wenn ihr einen Beweis haben wolltet, wie schlimm es um die Wii U steht, dieses Spiel fasst es hervorragend zusammen. Zum Abschluss muss ich noch sagen, dass ich diesem Spiel eigentlich keine Aufmerksamkeit geben wollte, weil es an sich schon schlimm genug ist und es nur davon lebt, dass irgendwelche YouTuber sich damit eine goldene Nase verdienen, schlechte Spiele zu spielen. Aber ich denke, es gehört einfach dazu. Von daher, Meme Run. Meme Run ist ein Endless Runner, der auf Memes setzt. Laut, nervig, schlecht, witzlos, aber gefundenes Fressen für 12-jährige Zuseher auf YouTube, die tatsächlich länger Spaß mit sowas haben als ein kurzes Heh. Und ja, es kommt auch nicht mehr als das, was ihr bisher gesehen habt. Nichts Cleveres, nichts Besonderes, es bleibt genau dabei. Nintendo findet dieses Spiel okay. Nintendo hätte damit kein Problem, so etwas auf ihrer Plattform zu verkaufen. Nicht Nintendo hatte also dafür gesorgt, dass dieses Spiel vom eShop verschwindet, sondern der Erfinder des Trollfaces. Der hat es nämlich offen daneben lassen wegen Copyright-Verletzung. Wer hätte gedacht, dass dieser Mensch, der das Trollface erfunden hat, nochmal ein Held werden würde. Doch da dachte sich Jordan Schütz, Erfinder von Meme Run, das geht nur schlimmer. Big Lazy Revenge ist die Endstation. Tiefer geht es nicht. Das Spiel existiert
um zu nerven, und keiner hat es aufgehalten. Ich muss nicht erklären, wie dieses Spiel funktioniert, oder? Ich glaube, das erklärt sich alles von selbst. Aber irgendeiner bei Nintendo muss dieses Spiel gestartet haben, um zu sehen, dass es nicht schadhaft ist, und hat gesagt, dieses Spiel ist gut genug für unser System. Damit existiert eine geringere Qualitätskontrolle als bei Steam Greenlight. Und ganz ehrlich, so verzweifelt muss man erstmal sein. Thank you.